denn? Steckst du dich wegen den Jungs hier drüben? Mama, das kannst du doch nicht machen. Du bist echt peinlich. Der Blonde oder der Braune? Wie jetzt? Na, welcher gefällt dir? Mama! Wie ist der da? Nein! Ganz bestimmt nicht. Na prima. In deinem Alter darf man nicht mehr so wählerisch sein. Ich mache die nächsten Tage einen Termin. Die sollen dich mal so richtig durchchecken. Leila hat morgen Geburtstag. Sagen Sie mir, dass ich eine gute Nachricht schenken darf. Der Krebs von Leila ist sehr aggressiv. Die Therapie hat nicht, wie erhofft, angeschlagen. Hören Sie, ich kann nachvollziehen, was gerade in Ihnen vorgeht. Es erscheint ungerecht. Sie können nachvollziehen, was in mir vorgeht? Haben Sie schon mal ein Kind verloren? Und Sie wollen mir jetzt erklären, wie sich das anfühlt, wenn Sie mir sagen, dass meine Tochter in den nächsten Tagen sterben wird? Ist alles für mich. Alles für mich! Mama? Hä? Weißt du, wie du sehen kannst, dass ich dann im Himmel bin?